Ah, die wunderschöne, idyllische Welt von Skyrim. Ja, ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn du dir mal ein kleines Skyrim-Projekt aus dem Kreuz leierst? Immerhin zockst du das Spiel momentan total gerne. Und es wäre auch mal eine Abwechslung zu Call of Duty, COD und COD und Call of Duty nicht zu vergessen. Und habe mir jetzt etwas Kleines ausgedacht, was hoffentlich bei euch auf Anklang stößt, und das möchte ich euch kurz mal ankündigen, beziehungsweise euch auch gleich involvieren. Und zwar, kennt ihr vielleicht die Buchreihe, Die Insel der Tausend Gefahren, wo man am Ende von jedem Kapitel so zwei, drei Möglichkeiten hat, was man gerne machen möchte? Zum Beispiel strandet man an einer Insel und man kann sich überlegen, ob man jetzt in den Dschungel geht oder ob man am Strand bleibt und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man wählt, passiert dann eben auch was anderes im Buch. Das heißt, man liest ab einer bestimmten Seite dann weiter. Und ich habe mir das Ganze jetzt für Skyrim mal überlegt, weil ich mir gedacht habe, das kann man sicher auch ganz gut machen. Und möchte euch, liebe Zuschauer, dann eben in dieses Projekt mit einbeziehen und euch einfach die Möglichkeit geben, durch eure Abstimmungen dieses Projekt mit zu beeinflussen. Und in diesem Video wird schon die erste Abstimmung stattfinden. Und deswegen, ohne lange rumzulabern, gleich mal, worum es geht. Ihr habt jetzt die Wahl zwischen drei Charakteren, die dann quasi der Charakter der Videoreihe werden könnten. Und wir haben hier den ersten Charakter. Ich mach mal das Menü auf. Moment, wie kann ich noch meinen Namen nachschauen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Wie heißt der Spacko? Fendal, genau. Wir haben hier Fendal, den Waldläufer. Und seine Story ist die, er hat hier so einen lustigen kleinen Verschlag gehabt, in der er immer gewohnt hat, weil er nie viel Geld hatte und sich auch nie viel aus Geld gemacht hat. Jetzt ist der allerdings zerstört worden, wie man unschwer erkennen kann. Und deswegen ist es Fendals Ziel, jetzt viel Geld zu machen, damit er sich in der großen Stadt Weißlauf für 5000 Goldstücke ein Haus kaufen kann und sich endlich mal ein bisschen gemütlich daheim einrichten kann. Ich würde dir gerne nochmal seine Fresse zeigen. Ah, jetzt. So, Fendal, der Waldläufer, der erste Charakter, der zu eurer Wahl steht. Ich kann dir nochmal ganz kurz ein bisschen was zu ihm sagen. Er hat einen Bogen, hat außerdem eine Axt dabei, falls er mal ein bisschen Holz braucht. Er hat einen Stahldolch, um Tiere auszuweiden. Das heißt, sollte mal angegriffen werden, würde er natürlich damit sich auch verteidigen. Er ist sehr einfach gekleidet, weil er eigentlich nur ein armer Jäger ist. Und er hat auch nicht viel Ahnung von diesen ganzen Tränken und so weiter und so fort. Er hat irgendwo mal Zaubertränke gekauft, weiß aber nicht, was das so mit denen auf sich hat. Was Zaubern sein soll, ist auch vollkommen abseits von seinem Wissen. Deswegen, er ist eher so das einfache Gemüt und möchte jetzt einfach durch seine Jagd und durch andere Arbeiten schnellstmöglich an Geld kommen, um sich das Haus in Weißlauf kaufen zu können. So, kommen wir direkt zum zweiten möglichen Charakter. Ja, hier ist der zweite Charakter, der zur Auswahl steht. Es handelt sich um einen Ork namens Ragnar. Und seine Geschichte ist die, dass er aus seiner Heimat entführt wurde, fliehen konnte, aber bei der Flucht verletzt wurde und in dieses Gewässer hier gestürzt ist, wo ihn dann schließlich eine junge Fischerin an Land gezogen hat und versucht hat, ihn ja aufzupäppeln. Als er allerdings zu sich gekommen ist, war er ziemlich wütend über seine Entführung, wusste nicht, wo er ist und hat das gemacht, was für einen Ork in dieser Situation am schlauesten war. Er hat die Fischerin einfach mal umgebracht. Ja, und jetzt ist er in einer Gegend, in der er sich nicht auskennt, aber bereit, alles zu tun, um sich hier durchzuschlagen. Er ist der typische Schläger, ein brutaler Charakter, der von Menschen nicht viel hält und der eigentlich nur, ja, im Blutrausch möglichst Rache nehmen will, weil er nicht davon ausgeht, nochmal irgendwie nach Hause zu kommen. Deswegen will er einfach so viele Menschen wie möglich mitnehmen, bevor es mit ihnen dann selbst zugrunde geht. Also, Charakter Nummer 2, der zur Auswahl steht, Ragnar.
Und hier haben wir jetzt den dritten und letzten Charakter, der zur Auswahl steht. Eine Frau, eine Nachtelfe. Und auch hier muss ich leider den Namen nochmal kurz nachschauen, weil ich selbst ein bisschen blöd bin. Malwa heißt sie. Und ja, sie ist eine Diebin, Schrägstrich Meuchelmörderin, die sich auch ein bisschen auf Magie versteht. Und ihr Ziel ist es einfach, an den Jarl von Weißlauf heranzukommen, wofür sie natürlich ihre Schleichfähigkeiten trainieren muss, wofür sie lernen muss, tödlich, aber unsichtbar zu sein. Und dann irgendwann nach Weißlauf hineinzukommen und den Jarl zu töten. Die Geschichte dahinter ist, dass bei einer Säuberungsaktion ihre gesamte Familie von Männern des Jarl auf dessen Befehl hin getötet wurde und sie nur schwer verwundet überlebt hat. Sie ist dann wieder zu sich gekommen auf einem Leichenhaufen zusammen mit ihrer Familie und ist jetzt nur noch von Rache und Hass beflügelt. Und möchte dem Jarl gern mal zeigen, wofür ihre Magie und ihr Dolch so gut sind. Und deswegen ist sie, ja, ziemlich pisst und ziemlich gefährlich, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt ist es an euch. Ihr seid herzlich eingeladen, abzustimmen. Jeder kann seine Meinung abgeben, welchen Charakter er gerne als Hauptfigur sehen möchte. Ich werde dann ein paar Tage warten, vielleicht so eine Woche oder so. Und dann mal schauen, wie die Abstimmung gelaufen ist, ob es überhaupt jemand interessiert hat. Und wenn das der Fall war, wenn die Abstimmung dann fertig ist und wenn ein Charakter gewonnen hat, dann werde ich mit dem die erste Folge aufnehmen. Wie lange die Folgen werden, das kann ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Und dann werde ich am Ende dieser Folge, die ich dann aufnehmen werde, euch wieder eine Wahl geben, die ihr dann abstimmen könnt. Also, ich hoffe auf jeden Fall, die Idee findet Anklang bei euch. Ich finde sie an sich eigentlich ganz interessant und ich freue mich drauf, was daraus so werden kann. Ich werde natürlich auch versuchen, mich in die Rolle der Figur so ein bisschen reinzuversetzen, das ist klar. Und ja, dann schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch an der Abstimmung beteiligt. Also, macht mit, ich würde mich freuen. Bis dahin, tschaußen. Tschö.